Huch. Ganz offizielles Dokument. Weil man es mir ja nicht glaubt. Und ich es mal wieder beweisen muss, der ganzen Welt muss ich es immer wieder beweisen und alles zeigen. Weil ich mega geil bin. Hier, da steht schwarz auf grün, blau auf weiß. Geburtenkunde steht da. Name Risches vom Fass. Geschlecht Kerl. Und da steht Gattung. Bitte klippen, bitte klippen. Geiler Typ. Bitte klippen, bitte klippen, geiler bitte klippen. Typ. Bitte klippen, bitte klippen. Das ist nicht selber geschrien, das ist. Bitte klippen, bitte das klippen. Ist bezeichnet, notariell, bitte klippen. Gelbe, glaube bitte, ich, der Geschichte. Bitte klippt das mal einer. Das ist eine danke. Ganz klare, einheitliche Geschichte des Landes Deutschlandes. Des Landes Deutschlandes. Eine Geburtenkunde, ja. Die beweist, dass ich ein Frisches bin. Und ein geiler Typ. Yeah. Kato, geiler Typ. Ja. Blau auf grün, was soll ich da noch mehr machen? Gattung, geiler Typ! Ich meine hier! Und nimm ein Stück Frau und so von hier. Hm? Was ist hier auch? Von wegen Frellen, da steht nichts von Frellen. Guck mal. Mein Hoch. Was ist denn jetzt los? Lagst du zu lange in der Sonne heute? Das ist eine ernste Angelegenheit hier. Da werde ich. Das ist ja wohl nicht so gut verlangt, dass man einmal mal vernünftig reden kann. Ja. Können wir jetzt alle mal normal sein? Ja. So. Sag doch, jetzt ist nur ein Stich, ja, ich bin auch. Geht das auch blind? Weiß ich nicht, ich weiß zwar nicht, wo ich hinrenne. Was blind? Ja, du hast ja auch nur ganz knapp verfehlt die Treppe. Ja, ein Zentimeter. Rauf, 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 immer schön die Treppe rauf. Zentimeterarbeit. Ich glaube, mir da rennt gleich der halbe Dungeon hinterher. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Idee komme, aber ich glaube, der halbe Dungeon ist hinter mir her. Jetzt nicht mehr. Die KIs? Ja, die KIs. Okay. So, ich bin Arbeit. Ich wollte nur mal eben hier einen Beweis antreten, dass ich ein Lügner bin. So, bis später. Meinst du jetzt arbeiten oder arbeiten? Na, ich hole ihn raus und stecke ihn rein. Ich sitze aber hier unten. Hier oben? Ja. Im Büro am Schreibtisch. Ja, ich weiß. Den PC von der Arbeit, den hole ich jetzt raus und stecke ihn in den Strom. Ach so, den meint er. Was denn? Hä? Was habt ihr denn? Sag mal. Naja. Hätte ja sein können. Hier wird immer das Ding im Mund umgedreht. Heute ist Sonntag und nicht Arbeitstag. Ja, wenn es danach geht, du. Ja, leider. Mochtest du die nicht? Doch. Ja. Du glaubst gar nicht, wie viel ich eingetippt habe. In das eine Käse-Ding, da war nämlich alles drin ausgehöhlt, habe ich mir das komplett reinlaufen lassen. Dann habe ich da ein Käse-Tomaten-Ding rausgemacht. Ein Käse-Tomaten-Spektakel. So, ist da niemand? Das Weiße wurde rot. Jo, tschüssi, Doc. Bis Wirsing. Wie lange bist du noch wach? Bis ich einschlafe. Okay. Ist der Sex schon alle oder noch nicht? Der ist alle. Okay. Hast du vorhin alles gekriegt? Ah, sehr gut. Ich werde jetzt noch ein bisschen arbeiten, 3-4 Mails und dann guck gleich. Okay. Und dann sagst du mir Bescheid, weil ich ahne, dass du dabei einschlafen wirst. Jo. Ach ja. Aber siehst du, Ryan, jetzt hast du grün auf. Was? Blau auf grün? Gesehen, ne?
Ja, ne? Gut, das ist so. Unglaublich, ey. Warum läuft der mir eigentlich noch hinterher? Ich warte hier. Ich komme gleich nach. Wenn ich mir sicher bin, dass ihr mit ihm gesprochen habt. Okay. Meine Tochter wurde gefunden. Dankeschön. Und wie ich höre, mein nutzloser Sohn auch. Iranamo gab dies dem Pakt, aber er hat mir auch geholfen, es wieder zu beschaffen. Was? Er? Mein Sohn ist ein Verräter? Er hat die Einsatzpläne an das Erbe weitergegeben und an den Pakt. Ja, so dezent. Ryan, das ist jetzt nicht dein Ernst. Warum schreibt das gleiche, was ich hier gerade privat schreibe? Ryan, du machst mir mittlerweile Angst. Du machst mir mittlerweile einfach Angst. Was dir einfach Angst. Nur zu seiner Verteidigung. Er wollte nicht einfach nur fliehen. Er wollte... Hat er euch erzählt, dass meine Frau, seine eigene Mutter, vom Schleiererbe ermordet wurde? Mhm. Dass er ganz Auridon und unzählige Mütter und Töchter in Gefahr gebracht hat, nur um sich wichtig zu fühlen, wie ein großer Mann? Er sollte gleich hinter mir sein. Ihr? Ich hab euch doch gesagt, dass ich euch umbringe, wenn ihr mir noch einmal unter die Augen trittet. Regt euch nicht auf. Ich wollte doch nie jemandem etwas antun. Ihr verdient keine Vergebung. Lorkhan soll euch holen. Vater, nein! Bitte tut doch etwas. Das ist jetzt eine offizielle Angelegenheit der Auridon-Seesoldaten. Eure Hilfe wird nicht mehr benötigt. Seid ihr sicher, dass ihr das wirklich tun wollt? Ich muss, um der Gerechtigkeit willen. Er ist ein Verräter an der Krone, an seiner eigenen Familie. Die einzig mögliche Strafe ist der Tod. Er ist ein Verräter an der Krone. Er hat Verrat, Mord und Diebstahl begangen. Wie könnte ich das je rechtfertigen, selbst als sein Vater? Es ist meine Pflicht. Okay, wir haben jetzt die Wahl. Entweder Iranamo lebt oder er stirbt. Was sollen wir tun? Was meint ihr? Leben oder sterben? Ja, Ryan, was frage ich überhaupt? Bei dir weiß ich's. Was meinen die anderen? Möchte irgendjemand, dass er lebt? Irgendjemand? Vielleicht irgendjemand noch lebt oder so? Nein? Ja? Nein? Ja? Nein? Das ist nicht, nein, deine erste Antwort gilt. Du kannst sie nicht rumändern. So weit kommt's noch. Kommst du, dass wir meinen, das soll ich hier revidieren? Nee. Gut, okay. Dann. Oh, bald ist keiner mehr auf der Welt, den wir retten können. Er ist ein Verräter in der Allianz und der Königin. Er verdient den Tod. Ich dachte nie, dass ich diesen Tag je erleben müsste. Ich habe versagt. Ich habe als Vater versagt und als Soldat. Du weißt, dass du wahrscheinlich deine Tochter dadurch verlieren wirst, oder?
Ich bin Angehöriger der ersten Auridon-Seesoldaten, Eranamo. Es ist meine Pflicht, euch für eure Auf Verrat und Mord steht der Tod. Habt ihr etwas zu sagen? Welch Undankbarkeit. Wie könnt ihr euren Sohn nur so behandeln? Vater, nein! Tut es nicht! Ja, hört auf Palit. Ihr würdet es bereuen. Mögen die Acht euch Gnade gewähren. Der Vater hat einfach mal die gleiche Frisur wie ich. Könnte es sein, dass ich die falsche Entscheidung getroffen habe? Es musste getan werden. Wenigstens starb er heimlich durch das Schwert seines Vaters. Besser als in der Öffentlichkeit durch die Hand eines Henkers mit Kapuze. Ein schwacher Trost. Vielen Dank. Yay, Stufe 20. Verliessuche, Stadt der Asche, was auch immer das ist. Nee, müssen nicht. Ich hab's nur freigeschaltet. Also, müssen muss ich, glaube ich, nicht rein. Oder? Ich kann auf jeden Fall mittlerweile rein. Also, nee, dann ist gut. Okay. Wie gesagt, ich habe halt nur gefragt, was das ist. Weil, war soweit noch nie. Glaube ich. Denke ich. Herstehendes Licht. Gruppenkultur im Feuer. Okay, ja, nee, du. Heute nicht. heute kein Feuer. Es ist zu warm draußen. Ich verzichte dankend. Habe ich mir gedacht, eben so ist es schon heiß genug. Ja, nee, muss nicht sein. Das muss nicht unbedingt sein. Zwei da. Kümmert man sich die fette Katze. Echt? Wieso? Huch. Hi. Hab die Tischdecke nochmal bekommen. Ah, okay. Ja, gut. Warum nicht, ne? Aua. Huch. Nein! Oh Gott. Manchmal. Nein! Da war ich zu langsam. Beziehungsweise zu schnell.
meinen Fluch aufgehoben. Ich kann jetzt meinen Frieden finden. Der Fluch, er ist fort. Ich verdanke euch meine Freiheit. Habt Dank. Ja, sehr schön, ne? Wir sorgen dafür, dass alle frei sind. Ist es wahr? Befreit vom Fluch des Malarimoras. Das was? Egal, ich frage nicht. Oh. Das Malarimora bindet mich nicht länger. Hab Dank. Ich dachte, das sei mein Geistergrab. Hab Dank, dass ihr mir meinen Frieden gegeben habt. Ist es wahr? Ihr habt den Fluch gebrochen. Ich danke euch tapfer. Das Malarimora bindet mich nicht länger. Vom Fluch befreit. Okay, sie zählt einfach zweimal. In Ordnung. Fluch ist weg. Meine Freiheit ist zurückgekehrt. Der Fluch ist weg. Endlich habe ich meinen Frieden. Hab Dank. Wenn noch irgendjemand mit einem Einzelnen da. Wurde von mir genommen und der Frieden wird mir gehören. Hab Dank. Ich muss mit euch reden, Reisende. Trefft mich beim Eingang des Gewölbes am Rand der Ruine. Was wollt ihr? Ihr seid nicht tot. Damit seid ihr meine neue Freundin. Telenga schickt mich. Den Sternen sei Dank für diesen alten Mann. Kanye ist verletzt und einige Leute aus meiner Mannschaft wurden verschleppt. Wir müssen sie zurück zum Lager bringen. Jetzt, da ihr hier seid, können wir versuchen, von hier zu verschwinden. Wer hat eure Leute verschleppt? Einige der Geister sind aufgetaucht, haben meine Forscher gepackt und sind dann verschwunden. Wir müssen in den Unterbau gelangen. Ich wüsste nicht, wo sie sonst sein sollten. Gibt es etwas, womit ich helfen könnte? Vielleicht. Wir waren hier draußen auf der Suche nach Runen. Zusammen ergeben diese Runen einen Schlüssel. Wir brauchen nur noch zwei weitere. Schaut euch um. Ich treffe euch am Eingang zum Unterbau von Etzduin. Etzduin! Ach du grüne Nonne. Ich werde sie besorgen und euch dort treffen. Etzduin. Okay. Ja, die da hinten renne ich jetzt nicht hin. Okay, die freuen sich, auch gut. Der schärfste Pfeil im Köcher.
Ich hätte es wirklich jedes Mal, weil ich das Stream habe. Ja, das ist zurzeit öfter. Nervt mich auch selber. Selbst wenn ich halt Streams gucke. Also bei Ryan gestern hatte ich es nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich das neulich hatte. Ich glaube bei einer Final Fantasy Streamerin. Da hatte ich das. Oder war es bei Buccaneer? Nee, bei Buccaneer war es. Von morgens. Es ist halt schon nervig. Weiß halt auch nicht, woran es liegt. Geil, wenn ich mir anschaue. Oh, scheiße. Ich habe gespürt, wie die Verfluchten von diesen Ruinen angezogen wurden. Ebenso wie ich spürte, wie eure Berührung sie wieder nach Aetherius entließ. Wer seid ihr? Ich bin Quaronaldil. Ich war einst ein Mitglied der stolzen Dure-Familie, die nun ihrer Schande wegen an das Antlitz Nirns gefesselt ist. Ich hatte das große Unglück, Esanion Dure, meinen Bruder, zu nennen. Warum habt ihr euch an mich gewandt? Als ich noch unter dem Himmel wandelte, war Etzduin die Heimat vieler mächtiger Magier. In diesem Gewölbe gibt es ein magisches Gitter, das von seinem Zweck her diesem Kristall sehr ähnlich ist, den ihr mit euch führt. Es ist nur viel, viel mächtiger. Dann könnte Synyuk, wie auch immer, es also benutzen, um alle Geister zu befreien. Genau. Eine Hürde gilt es allerdings zu nehmen. Ein Rätsel, das Zauberwerk des uralten Magiers schützt. Drinnen sind 13 Platten um eine Truhe herum ausgelegt. Man muss die richtigen 4 aktivieren, um auf das Gitter zuzugreifen. Miau ist meins. Geht's jetzt? Ja, schön. Hab vielen Dank, Quaronaldil. Viel Glück, Reisende. Das Gitter könnte die letzte Hoffnung für die Gefallenen sein. Dann hat wenigstens das etwas gebracht. Ach du Scheiße. Ach, das... daran erinnere ich mich. Was denn? Turm? Krieger? Ah, ich bin... nach Forst? Schlange? Nachtross. Esanion hat den Verstand verloren. Zuerst dachte er, er sucht nach einem Sinn in seinem Leben. Jetzt redet er nur noch vom Ende aller Dinge. Er redet von der Krähe, die er in seinen Träumen sieht. Er kann nicht unterscheiden zwischen realen und irrealen Dingen. Er glaubt jetzt, dass der Untergang der Welt unmittelbar bevorsteht. Er hat euch sicher schon davon geschrieben. Er hat mir anvertraut, dass das Ende verhindert werden kann, wenn ein Adliger von Himmelswacht geopfert wird. Ich darf nicht zulassen, dass sein trügerischer Glaube ihn dazu bringt, jemanden zu ermorden. Ich muss in der Wache vom Himmelswacht melden. Und komme, was wolle. Ich muss ihn aufhalten. Es tut mir leid, ich liebe euch wie eh und je. Aber ich muss ihn aufhalten. Das ist halt eher die Frage. Muss ich... die Dinge aktivieren? Der richtige Reihenfolge, oder? Das Relikt, okay. War doch so einfach. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe tatsächlich mal wieder komplett kompliziert gedacht. Aber okay. Faszinierend. Passt. In der Tat.
Ihr seid zurückgekehrt. Hm. Habt ihr das Zaubergitter? Ja, wie ich sehe, seid ihr Quaronaldil begegnet. Er kam zu mir und sprach mit mir über meinen Kristall. Als er mir erzählte, dass ihr das Gitter bergt, habe ich all meinen Mut zusammengenommen und bin Quaron bis hierher gefolgt. Habt ihr noch den Kristall mit den Mikrogravuren, den ich euch gegeben hatte? Ja, was habt ihr jetzt vor? Dieses Gitter stellt eine elegante Erweiterung der Prinzipien des Einsatzes von Kristallen dar. Wenn ich den Kristall in das Gitter einflechte, wird dadurch seine Macht verstärkt. Das wird diese Geister vom Fluch des Malarimora befreien. Ich hoffe, es klappt. Hier. Wünscht mir Glück. Schaut, es funktioniert. Fast geschafft. Die einfach manchmal die Audio abbricht. Ohne dass ich etwas mache. Ihr habt es geschafft. Ich spüre es. Unglaublich. Habt ihr das gesehen? Schade, dass das Kristallgitter dabei zerstört wurde. Aber es hat seinen Zweck erfüllt. Dann hat alles geklappt? Ja. Könnt ihr es spüren? Noch sind die Geister hier, doch mit der Zeit werden sie begreifen, dass sie nun ins Jenseits eingehen können. Okay. Oh Gott. Archeus Gaming, hallöchen. Einen wunderschönen Sonntag dir. Ich muss unbedingt den Chat mal größer machen. Das Rot sieht man so schlecht. Also zumindest ist dein Name bei mir rot. Das Rot, finde ich, sieht man richtig, richtig schlecht. So, dann mach ich den einen Auftrag da noch. Estre war eine Verräterin. Was? Und sie hatte den Tod verdient. Also. Ich habe mit Hunterin auf dem Rückweg ins Lager eine Wette abgeschlossen. Habt ihr die Runen gefunden? Ich hab sie. Der Merr schuldet mir 5 Goldstücke. Das war gute Arbeit. Einen Augenblick noch und dann setze ich den Schlüssel zusammen. Okay. Denkt ihr wirklich, dass eure Vorschüsse dort drin sind? Ich hoffe es. Und wenn nicht, es bringt im Augenblick nichts, sich den Kopf darüber zu zerbrechen. Okay, dann lass uns reingehen. Wird nicht lang dauern. Öffne die Tür! Sofort. Erledigt. Los geht's. 135 habe ich jetzt. Das dauert ja nur Ewigkeit. Ich brauche das Erzvorkommen noch. Endlich. 24 von 150. Unbedingt, das ist ein Angebot. Das ist halt. Ich weiß nicht, wie man das kriegen soll. Ich will es haben. Ich will einfach alles haben. Ob es so dezent frustrierend ist. Miau. 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 Sparen. Ja, ich weiß. No. Okay. Sparen und jeden Tag spielen am besten. Gute Idee, ja, ne? Suchen wir jetzt die anderen. Jetzt brauche ich nur noch eine Maschine, mit der ich den Tag länger machen kann. Damit ich mehr Möglichkeiten habe, Ezo zu spielen. Neldil, habt ihr die anderen gesehen? Ich wollte ihn aufhalten, aber ich konnte es nicht. Okay, wir sind selber down. Ja, ich weiß. Ich weiß. Leider. Werde ich halt danach Ezo spielen. Wie lange waren die nochmal? Warte mal. Ah ja, bis 15 Uhr. Spiel ich halt danach. ich auch erst nach der Arbeit. Oh. Gesehen, es gibt ein Gewinnspiel für Elder Scrolls Online Zwecks Tiere. Echt? Gibt ein Gewinnspiel?
Also ich weiß, dass man dann, dass es auf jeden Fall halt hier Shops gibt, zumindest heute noch. Ihn aufhalten? Wen? Urikanda. Er ist hier. Er hat die anderen gefangen. Er benutzt ihre Seelen, um das Tor zu öffnen. Ihr müsst ihn aufhalten. Über was für ein Tor redet ihr da? Das Tor führt auf eine Scherbe in Aetherius. Ohne die Rituale zum Binden der Seelen wird das Tor sich schließen. Also wenn du die Drops meinst, die gehen... War es bis heute oder was bis morgen? Ich glaube, es war heute. Wie kann ich das Tor zerstören? Nehmt mein Amulett. Da kriegt man auf jeden Fall diese Geisterkatze, ein Pferd, zwei Ouroboros-Kisten. War ein Ouroboros, oder? Treffen. Ich glaube. Und. Oder tötet die Schüler. Achtet aber bloß und ein Kostüm. Das Witzige ist, mir wird tatsächlich mein Kostüm nicht angezeigt, obwohl bei den Drops steht, dass ich es habe. Es ist etwas kurios, aber naja, da ich das Kostüm eh nicht unbedingt haben wollte, sondern nur Katze und Pferd, ist mir das eigentlich eh Wumpe. Was sind Dürster? Die vorhandenen Überlagerungen mit Aetherius haben es mächtigen Geistern erlaubt, in den Unterbau vorzudringen. Ja, müsste ich halt eigentlich. Es steht halt nur los. Oder ich war blind. Das kann auch sein. Dass ich vorhin einfach nicht gesehen habe. Wenn einer von ihnen euch packt, könntet ihr auch dort hineingezogen werden. Wie gesagt, Pferd, die Kisten hatte ich und die Katze habe ich. Die läuft ja die ganze Zeit mit mir mit. Da. Da ist meine Katze. Ja, da. Montag, 27. Juni, 6 Uhr. Okay. Ja gut. Wird ein bisschen eng. Aber die nächsten Drops kommen bestimmt, denke ich. Hoffe ich. Ich weiß, dass ich schon öfters mal was durch Drops bekommen habe. Ich habe jetzt auch endlich herausgefunden, wie ich das hinkriege. Ich habe ja ewig dran rumgebastelt, weil meine Drops waren tatsächlich aktiviert, aber irgendwie... Ne? Irgendwie wollte es nicht. Dann habe ich da gestern... Ich glaube, gestern war es 3 Stunden dran rumgefummelt, immer wieder geguckt, okay, warte, da ist der Haken drin, da ist ein Haken drin, wo geht das jetzt nochmal? Weil ich das halt noch nie gemacht habe. Aber ich habe es hingekriegt. Es funktioniert. Ihr könnt jetzt was auch Drops kriegen. Weil verknüpft war schon alles, aktiviert war alles. Aber irgendwo auf 30 Seiten hat ein Button gefehlt, den ich anklicken musste noch. Das habe ich dann aber durch Mühe und Not noch hingekriegt. Ryan war vorhin meine Testperson, um zu gucken, ob es wirklich funktioniert. Ich werde mich um Meldil kümmern. Ich weiß nicht, ob sie gefragt hat, ob es geht. Hinter mir nehmen. Dort sollten wir sicherer sein. Darf ich euch hier ein paar Fragen stellen, bevor ihr geht? Natürlich, aber fragt schnell. Urikanda, wer ist das? Das ist ein Name, den wir alle versuchen zu finde vergessen. Ich gerne eine Testperson. Oh, Ryan! Ne? Stand mir sehr nah. Telengea hat ihn aus der Gilde ausgeschlossen. Du und ich gleich in Final? Jemals wieder Magie zu wirken. Das ist aus einer DLC, was rauskam. Ja, es kam jetzt vor kurzem eine neue DLC raus. Isle. Also Hochinseln kam. Spielen wir aber noch nicht. Also wir sind... Ich habe ja jetzt mit einem neuen Char angefangen und ich möchte es versuchen, so chronologisch wie es geht, also die Haupt-DLCs chronologisch zu machen. Die kleinen Nebendinger, ich glaube, auf die pfeife ich, sofern sie nicht story-relevant sind. Aber ich glaube nicht. Wüsste ich jetzt nicht. Wenn ja, lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Wie gesagt, ich würde dann halt noch die großen Spiele wie Morrowind und... Den ganzen Kletterradatsch. Nur wollen wir uns wieder fruchtbar machen. Oh, natürlich, Ryan. Natürlich machen wir uns immer fruchtbar. Hast du je einen Tag erlebt, wo wir uns nicht mindestens einmal fruchtbar gemacht haben? Klingt doch gar nicht weird, wenn keiner weiß, worum es geht. Passt. Was hat er getan? Er wollte nie begreifen, dass Macht ihre Grenzen braucht.
dass man nicht jeden Preis dafür bezahlen darf. Hier könnt ihr sehen, wozu er fähig ist, um auch nur einen kleinen Vorgeschmack auf wahre Macht zu erlangen. Melody erwähnte einen Ort namens Etherius. Was ist das? Wie viel Zeit habt ihr mitgebracht? Entschuldigt, das ist nicht der richtige Ort für eine langwierige Unterhaltung über Metaphysik. Aber ich will wissen, dass Etherius das Geisterreich ist, das Land der Toten. Ja, das so weit war ich auch schon. Er sprach auch von einer Schärpe von Etherius. Ohne zusätzliche Informationen kann ich nur Vermutungen anstellen. Aber der Einsatz des Malarimora könnte einen Teil der Geisterwelt aus Etherius herausgebrochen haben, wenn ein Magier Zugang zu einem solchen Ort hätte. Die damit verbundene Macht. Das klingt nach Urikanta. Oh, okay. Ja, Level 77. You get it. Wir wechseln aber auf jeden Fall auch bald das Spiel. Ich will auf jeden Fall hier den Auftrag noch fertig machen. Auch wenn ich gern weiter ESO spielen würde, aber... Wir haben halt in Final noch so viel zu tun. Helft mir! Bitte! Helft mir! Ja. Wir beenden ihr Leben nicht. Das ist eine Katze. Nichts mit Leben beenden. Katzen haben zu leben. Ja, ne? Katzen müssen leben. Ich genauso. Mögen die Sterne euch lenken. Ein kleiner Zauber, um euch unterwegs zu helfen. Ich glaube, das ist ein Angehöriger meines Volkes. Ich halte es nicht mehr aus. Den retten wir auch. Angehörige meines Volkes retten wir auch. Außer den einen, der Vater begonnen hat. Der hatte nicht zu leben. Lass mich. Nein! Arschkarte. Dieser Zauber wird euch dabei helfen, an den Geistern vorbeizukommen. Jo. Ich dampfe. Oh nein. Ernsthaft? Es brennt. Es brennt uns. Nehmt es ab von uns. Ich trinke damit. Aber du meinst, das macht's besser, ne? Ja, okay. Okay. Ne, hallo, du Kleiner. Ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Huch, hier ist aber ganz schön viel los. Ich habe schon Bauchschmerzen vom vielen Trinken. Bitte, mach, dass es aufhört. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo die ganze Flüssigkeit noch hin soll. Nein, nein, nein. Haha. Meinen Dank. Der Zauber wird euch vor den Geistern verhüllen. Meine 3 Liter habe ich heute schon durch, ja. Meine 3 Liter habe ich. Ich glaube 2 Liter allein schon im Stream und 1 Liter heute. Vormittag. Also, bevor im Stream.
Da habe ich meine andere Wasserflasche leer getrunken. Ja. Meine 3 Liter habe ich. Mehr passt nicht mehr rein. Und ohnehin schon mehr als genug Flüssigkeit. Ihr seid zurückgekehrt. Rikandas Plan ist gescheitert. Ihr seid von der fähigen Sorte. Mögen die Sterne eure Schritte lenken. Ich werde uns hier herausholen. Und diesem Wahnsinn Einhalt gebieten. Findet Orikanta. Sehr wenig Alkohol. Und ein wenig Alkohol. Mittlerweile geht's aber Gott sei Dank wieder. Dadurch, dass ich was gegessen hatte, ging's. Das nächste Mal, bevor ich Fotos sage, er soll mir den Cocktail servieren, sollte ich lieber was essen. Damit er beide geht's. Ich werde mich um Orikanta kümmern. Zumindest sollte ich kein Wetttrinken machen, damit ich noch was abkriege von der zweiten Portion. Danke, kühles Kirschsaft. Und später ein Kaffee etwas. Ja, Kirschsaft habe ich auch noch. Das habe ich auch noch. Telingas neuestes im Kühlschrank stehen. Der alte Meer und ich haben das Spiel jetzt eine Zeit lang gespielt. Trinke ich dann wahrscheinlich abends. Es ist so traurig, dass eine andere Dienstag. Seele zwischen uns gefangen ist. Ich bin wegen des Malarimora hier. Natürlich seid ihr das. Hm. Er kann mich unmöglich gehen lassen. Er kann mir unmöglich einen Erfolg zugestehen. Doch das spielt alles keine Rolle mehr. Sobald ihr tot und vergessen seid, werde ich neue Gefäße finden. Ich werde ihnen die Kraft entziehen, die ich brauche. Ich habe nicht vor zu sterben. Und dabei wollte ich nicht einmal hier sein. Ich hatte vor, den Platz des alten Meer einzunehmen und die Lebensbindung an Andeven vorzunehmen. Und jetzt schaut mich doch nur an. Dies ist meine letzte Gelegenheit, ein Vermächtnis zu hinterlassen. Eine Scharbe von Aetherius in meinen Besitz zu bringen und über sie zu herrschen. Hennig mir das Malarimora aus, oder ich werde es mir holen müssen. Ich würde es nicht anders wollen. Kommt, lasst uns sehen, wer von uns am Leben bleiben wird, um diese Geschichte zu erzählen. Du nicht. Der hat Leuchteraugen. Ich will auch. Ich will auch Leuchteraugen haben. Aber ich habe halt gar nichts Hübsches. Gesichtsbehaarung habe ich. Ich kann mich hier Kältemonster. Uah. Ja. Also vom Namen her sehe ich es halt nicht. Aber das hier. Also wie gesagt, bei den Drops steht da halt mein Häkchen, dass ich es habe. Aber es ist halt nicht drin. Ist das Kuriose daran? Gesichtsbehaarung. Okay. Großschmied. Den habe ich. Bitte sicher Ernte. Das ist halt nicht freigeschaltet. Das hier? Aber die habe ich ja schon lange. Die Rüstung habe ich ja schon lange. Die habe ich schon seit einem Jahr oder so. Das müsste eigentlich Grim Harvester sein. Wie gesagt, steht hier halt bei mir auch, dass ich es habe. Inventar. Ja, Häkchen. Mit Spielkonto verknüpft. Vorgestern erhalten. Pferd habe ich, die Kisten hatte ich und das, die Hauskatze. Nee, es ist die Grim Harvester. Oder ist das sie? Okay, wenn das die ist, dann hatte ich die schon vorher, dann ist es egal. Heißen tut dir eigentlich anders. Okay, dann hatte ich dir schon, wenn das die ist. Ich kann sie mir halt dann nicht größer machen.
Die sieht halt so anders aus. Die sieht halt so blau aus. Warte mal. Ich kann nicht näher ranzoomen. Das ist so schrecklich. Weißt du, du hast ja dieses ganz kleine Mini-Bild. Aber gut, wenn die das ist, dann hatte ich die schon vorher. Dann ist es egal. Dann hatte ich die schon. Weil die habe ich jetzt, glaube ich, wirklich seit einem Jahr, die Rüstung. Ist halt die ich auch dauerhaft oder fast dauerhaft trage. Weil sie einfach geil aussieht. Ich hätte zwar gern andere. Ich habe ja da schon welche aus dem Shop ausgeguckt, aber die sind mir zu teuer. Garderobe, Kostüme. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Es waren auf jeden Fall auch ein paar Kleider, die ich mir mal ausgesucht hatte. Das hier zum Beispiel. Das fand ich auch mega cool. Okay, ja. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Danke, Ryan. Okay, dann hatte ich die schon. Dann ist das die ich die ganze Zeit trage. Dann vergesst, was ich gesagt habe. Das sieht irgendwie auch cool aus. Passt halt mit meinem Krönchen. Das hier hätte ich halt unglaublich gerne. Ich weiß, es sieht irgendwie cool aus, aber irgendwie auch nicht. Das hier. Oh mein Gott, wie gern hätte ich das. Ich brauche Kronen. Das ist cute, das Blau, ja. Nee, das war's nicht. Das hier hätte ich auch unglaublich gerne. Das ist auch in Ordnung, aber... Okay, das hier geht sogar. Das, oh mein Gott, ich liebe diese Farbe. Hab damals so das Einfache gezockt, ohne DLC. Ja, das ohne DLC habe ich, glaube ich, auf der Konsole habe ich auch mit einem einzigen DLC, aber ich weiß nicht, welches. Diese wirklich groß, das weiße Kleid. Es gibt schon wirklich schöne Sachen. Geht das jetzt nicht so, das erinnert mich an Rittersporn. Da mag ich ja die Kette unglaublich gerne. Also rein theoretisch durch ESO Plus kann ich mir nächsten Monat entweder ein oder zwei Dinger holen. Also das hier könnte ich mir zum Beispiel holen nächsten Monat. Ich sag mal, Grund, wen siegen jetzt zu tun. Ja. Es ist. Boah, ist das Edelkleid. Ja. Es ist halt unglaublich schön. Also mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Bin halt immer am Hadern. Wenn ich mir halt Kisten zum Beispiel leisten kann. Weil ich benutze auch oft hier die Kronenkisten. Wobei ich ja meistens Glück habe, dass ich glaube, bis hierhin habe ich immer welche oder Sachen bekommen. Legendär kriegt man wahrscheinlich gar nicht durch die Kisten, oder? Oder doch mit ganz viel Glück. Das weiß ich tatsächlich nicht. Bis episch habe ich auf jeden Fall immer mal was bekommen. Nicht viel. Aber immer mal so ein bisschen. Ob man hiervon was kriegt, weiß ich nicht. Wäre natürlich cool. Aber tatsächlich benutze ich dafür dann meistens meine Kisten. Wenn ich mir genug zusammengespart habe. Oder wenn ich mal einen guten Monat habe und mir privat was zusammengespart habe, um mir Kisten kaufen zu können. Aber ich überlege halt echt, weil ich bin unzufrieden mit meinen Kostümen, die ich habe. Bin halt echt unzufrieden. Wie teuer war denn 1000? Es würde halt... War das hier? Das hier würde halt passen. Vom Budget her. Wobei selbst das hier passen würde. Das und das andere halt schon nicht mehr. 1000. Na, ja, das auch nicht. Aber das und das würde passen. Es gibt schon tolle Sachen. Ich weiß gar nicht, wechseln die Shop-Sachen eigentlich? Oder sind das Sachen, die halt dauerhaft da sind, sondern einfach nur was hinzukommt?
Ich habe da noch nie drauf geachtet, deswegen frage ich. Ich Hi. Habe das Malarimora gefunden. Die Geheimnisse von Aetherius sind mein. Nordische Bade für recht. Nein, das reicht nicht. Das reicht ihm nicht. Ich bin so ein Mensch, ich brauche schöne Kostüme tatsächlich. Weil mir halt die Rüstungen in ESO bisher nicht gefallen. Aber dann kommt was Neues, nicht so okay. Aber in der Regel bleibt es dann. Das ist gut. Dann habe ich ja Zeit. Weil ein paar Sachen sind zum Beispiel neu, die habe ich noch nie gesehen. Das eine blaue Kleid habe ich, meine ich, aber schon gesehen, als ich das letzte Mal gespielt habe. Achso, ich kann wieder zurück, ne? Hier ist nichts mehr. Okay. Auftrag erledigt. Hi. Und den Weg wieder zurück. Hätte ich bestimmt auch einfach haben können. Hinaus mit uns. Ach, die greifen mich jetzt nicht mehr an. Das ist gut. Ja, dann können wir jetzt hier beruhigt durchrennen. Jetzt wieder einer am Reihen. Jetzt klingt das immer so. Tada. Hi. Ihr seid zurückgekehrt. Ich traue mich kaum zu fragen, aber was für Neuigkeiten gibt es? Uikanta ist tot. Und ich habe das Malarimora. Bemerkenswert. Mhm. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, aber ihr habt es geschafft. Und Uikanta bleibt bis zum bitteren Ende eine Enttäuschung. Was für eine Verschwendung. Level ich die Mine weiter bis 90 hoch? Tust du. Werde auch bald auf PC streamen. Stream halt über PS4 und muss halt noch Monitor für die Konsole. Schon demnächst Fixbildschirm. Ja, also über Konsole. Ich hab's mal versucht, aber. Nee, also privat tatsächlich mal. Um zu gucken, ob das irgendwie funktioniert, aber. Ich stream tatsächlich so gar nicht gern von der Konsole. Aber gut, wenn man keine andere Möglichkeit hat. Ja. Aber dann drücke ich dir die Daumen, dass du bald auch vom PC aus streamen kannst. Finde ich tatsächlich angenehmer. Ich bin froh, dass ich hier war, um zu helfen. Es bleibt nur noch, sich um die Verwundeten zu kümmern. Blitzstab. Und unsere Forschungen fortzusetzen. Da das Mora nun in unserem Besitz und Uikanta tot ist, wird in Etzduin bald Frieden herrschen. Dafür werde ich sorgen. Nicht hin. Da hinten haben wir dann auf jeden Fall so eine Quest. Ach, Seelenfeuerplateau. Na, machen wir beim nächsten Mal. Wir werden jetzt nämlich das Spiel wechseln. Die Konsole streamen ist halt qualitätsmäßig Müll. Ja. Also bei manchen mag es gehen. Ich war tatsächlich bei mir recht unzufrieden. Ich weiß noch gar nicht. Also Dienstag ist auf jeden Fall Life is Strange. Eventuell spielen wir danach wieder. Also, was heißt wieder? Eventuell spielen wir danach ESO. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Aber jetzt spielen wir erstmal Final Fantasy. Wir wechseln erstmal. Ja, ich würde gerne jetzt beenden. Dankeschön. Schön. Sure.